Hallo meine Lieben, der Valentinstag steht bevor und auch ich habe mir etwas Leckeres dazu überlegt. Und zwar super süße Blätterteigherzchen mit einer super leckeren Oreo-Füllung. Und zwar passt das richtig gut, da mein Mann wirklich super gerne Oreo und Nutella isst. Deswegen habe ich da auch noch ein bisschen Nutella-Creme hineingetan und es hat ihm wirklich super gut geschmeckt. Und hier kommen wir auch schon zu den Zutaten. Und zwar benötigen wir dazu einmal handelsüblichen Blätterteig, den habe ich bereits ein paar Minuten vorher aus dem Kühlschrank geholt. Des Weiteren dann etwas Nutella-Creme, ein paar Oreo-Keks und für die Deko etwas Vollmilchschokolade sowie ein paar Zuckerstreusel, in diesem Fall kleine Herzchen. Des Weiteren brauchen wir noch Ausstecher. Ich könnte entweder einen runden oder einen Herzausstecher verwenden, aber zum Anlass benutze ich natürlich den Herzausstecher. Mit diesem steche ich nun den Blätterteig komplett aus. Die Überreste, die werfe ich natürlich nicht weg. Daraus werde ich dann nachher noch ein paar runde Nutella-Täschchen fertigen. Die Oreo-Kekse müssen nun einmal kurz halbiert werden. Das geht am besten mit einem Messer. Falls euch der Keks brechen sollte, ist das wirklich nicht schlimm, denn den könnt ihr nachher wieder gut ankleben. Und so verfahre ich dann, bis meine Kekse aufgebraucht sind. Und ich hatte auch noch etwas Nutella-Creme übrig. Wie gesagt, die benutze ich dann nachher für die Blätterteigreste. Sobald die Oreo-Kekse dann fertig befüllt sind, geht es dann an die Blätterteigherzen. Um etwas mehr Fläche zu gewinnen, habe ich die Ränder versucht, mit den Fingern ein wenig auseinanderzudrücken. Ihr könnt aber auch einzelne Herzen einfach mit den Händen nochmal auseinanderziehen. Besser wäre es natürlich, wenn ihr noch einen größeren Ausstecher zur Verfügung habt als ich. Bei mir hat es nämlich gerade so gepasst. Und zwar lege ich immer einen Oreo-Keks in die Mitte des Herzes und gebe dazu ein weiteres darüber. Das müsst ihr dann mit den Fingern wirklich gut zusammendrücken, damit es beim Backen nicht auseinander geht. Kleine Löcher könnt ihr dann gut verschließen, weil der Blätterteig sich wirklich super gut zusammenkleben lässt. Ja, und so verwahrt ihr dann, bis alle Herzen aufgebraucht sind. Und hier seht ihr nochmal, was ich aus den Resten des Blätterteigs gemacht habe. Ihr könnt natürlich noch weitere Herzen befüllen. Mir hat die Menge aber gereicht. Und den Rest habe ich dann noch mit der restlichen Nutella-Creme befüllt und dann einfach wie die Herzen zusammengedrückt. Die fertigen Teilchen lege ich dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und sie wandern nun in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft auf mittlerer Schiene und backe sie dann 20 Minuten goldbraun. In der Zwischenzeit habe ich mir hier die Vollmilchkuvertüre geschmolzen, die habe ich in eine Tüte gegeben und diese in heißes, also in kochend heißes Wasser gelegt. Somit könnt ihr super schnell eure Schokolade schmelzen. Und so sehen dann nun die fertigen Blätterteigherzchen aus. Also die sind wirklich super hübsch geworden und zu guter Letzt kommt dann natürlich noch meine Vollmilchkuvertüre darüber. Und als letzten Feinschliff dekoriere ich die Herzchen dann noch mit ein paar Zuckerherzen und so sehen sie dann auch schon fertig aus. Ich lasse die Schokolade noch vollständig aushärten und die runden Teilchen habe ich einfach nur mit Puderzucker bestreut. Ich konnte es natürlich nicht abwarten, musste direkt ein Herz anschneiden und da seht ihr wunderbar den Oreo-Keks in dem Blätterteig zusammen mit der Nutella-Creme, also eine wunderbare Kombination und für Oreo-Fans genau das Richtige. Also ich würde mich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert. Mein Mann war auch richtig begeistert davon und hat auch direkt alle aufgegessen. Und beim nächsten Mal werde ich die Zuckerherzen weglassen, weil die ja doch schon etwas hart waren. Also die müssen da jetzt nicht unbedingt mit drauf. Ansonsten war es das schon mit dem schnellen Rezept. Schreibt mir doch mal in die Infobox, was ihr euren Liebsten zum Valentinstag kocht oder backt. Das würde mich wirklich super interessieren. Ansonsten habt noch einen schönen Tag und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.